In diesem Video geht es um einen Kompressor, der über eine Funktion verfügt, die andere Kompressoren so nicht haben. Mit dieser Funktion kannst du eine extrem knallige und aggressive Kompression erreichen, die speziell für Rockproduktion sehr gut geeignet ist. Die Rede ist vom legendären Yuri 1176 und natürlich auch seinen digitalen Klonen. Ich bin Martin und auf diesem Kanal lernst du, wie du bessere Musikproduktionen von zu Hause aus machen kannst. Wenn dich das interessiert, würde ich mich freuen, wenn du den Kanal abonnierst und vor allem auch die Glocke drückst, damit du kein Video mehr verpasst. Und jetzt geht's los ins Projekt. Viel Spaß. Was du hier siehst, ist ein Software-Klon des 1176 und du hast hier die normalen Einstellungen, die die normale Einheit oder die Hardware-Unit früher auch hatte. Und um was es jetzt hier geht, ist diese Leiste hier, da siehst du die Möglichkeiten der Ratio-Einstellung. In der Originaleinheit war hier kein Schieberegler, sondern es waren Knöpfe. Und je nachdem, welche Ratio du einstellen wolltest, hast du hier Knöpfe gedrückt. Was jetzt die Besonderheit am 1176er ist, dass du alle Knöpfe gleichzeitig reindrücken kannst. Ich habe hier in dieser Software-Emulation keine Knöpfe, aber ich habe hier diesen All-Button. Heißt so viel wie All-In. Wenn ich den Schieberegler jetzt ganz nach oben schiebe, dann simuliert er mir, dass alle Knöpfe reingedrückt werden. Und dadurch erreiche ich eine extrem aggressive, knallige Kompression, die verschiedene Zwecke ganz gut sein kann. Besonders gut eignet sich das bei transientem reichen Material oder einfach Audiomaterial, das du sehr aggressiv bekommen möchtest. Deswegen probieren wir das hier mal gleich bei den Drums und hier insbesondere bei den Room-Mikrofonen, da funktioniert es nämlich am besten. Ich lade mir also hier meinen 1176 hier rein und wir gehen jetzt hier auf All In. Er simuliert mir also, dass alle Buttons oder alle Knöpfe jetzt reingedrückt sind und dadurch wird die Sache sehr aggressiv. Ich fange mal an anzupassen. Entschuldigung, mach hier Solo. Klingt sehr knallig, sehr extrem und die Raumambience wird hier sehr stark nach vorne geholt. Wir können das jetzt gerade mal vergleichen, wenn wir die Drums laufen lassen ohne Room Compression mit dem 1176er und dann mit. Du hörst also, dass die Snare extrem knallt, die Becken kommen natürlich auch mit nach vorne, wie gesagt, die Room Ambience kommt mit nach vorne, aber die Snare Drum knallt extrem, das Schlagzeug insgesamt klingt sehr aggressiv und knallig und für manche Zwecke, gerade wie bei so einem Rocksong, kann das gut geeignet sein. Man kann es auch auf dem Bass probieren zum Beispiel. Ich lade mir hier einfach auch mal meinen 1176er rein. Wir gehen wieder in den All-In-Modus hier. Wir drücken also jetzt virtuell alle Knöpfe gleichzeitig rein. Und wir hören uns den Bass vielleicht solo erstmal so an. Zuschalten. Also auch hier kannst du sehr viel Grit hinzufügen. Der Bass knurrt mehr, klingt aggressiver und ja, diese typische Klangfärbung des 1176er kommt hier auch zum Einsatz. Der Bass klingt wütend, knurrig und aggressiv. Probieren wir das mal im Schlagzeug zusammen. Ich lasse ihn auch erstmal abgeschalten.
Also auch hier ein Ergebnis, das gut geeignet ist für Rock, für Rockbässe, die du sehr aggressiv haben möchtest. Wir können es zum Schluss nochmal auf den Gesang probieren. Auch hier kannst du mehr Aggression hinzufügen. Oh, dry the water reacher. Effekte ausmachen. But she's always on the run. Er hat hier schon eine Stimme, die er rührt hier schon sehr und singt schon sehr laut auch ins Mikrofon. Und auch hier könnte das recht interessant werden. Ich schalte ihn auch mal zu und versuche ihn dann einzustellen. Obviously trying, desperately trying to please her, but she's always on the run. Machen wir nochmal kurz den Direktvergleich, wenn er so schreit hier. Ich lasse ihn erst mal ausgeschaltet. Obviously trying, desperately trying to please her. An. But she's always on the run. Okay, mein Mix. Entschuldigung. Okay, also auch hier bei den Vocals kannst du sehr gute Ergebnisse erzielen, wenn du deine Stimmen noch aggressiver machen möchtest. Wie gesagt, sehr gute Möglichkeit für Rock-Vocals, für Rock-Bässe oder für Rock-Drums. Wenn du dich für dieses Plugin hier interessierst, das ist der VC76. Das ist der Klon des 1176er von der Firma Softube. Ich finde den richtig gut und ich habe in einer Plugin-Review das komplette Plugin hier genau erklärt und auch alle Funktionen. Das kannst du dir anschauen, wenn du jetzt hier unten auf das Video klickst. Wenn du weitere Mixing-Tipps möchtest, dann lad dir doch einfach mein PDF runter. Da gebe ich dir die 12 wichtigsten Mixing-Tipps zum Ausdrucken und an die Wand kleben. Kannst du die runterladen, wenn du jetzt unten in der Beschreibung auf den Link klickst. Und wir sehen uns bald wieder beim nächsten Video. Bis dann.